So, jetzt sind wir wieder zu Hause. Und wie wir unser Videomaterial angeschaut haben, dann haben wir schon ein Schlussstatement abgegeben bei der letzten Etappe. Mhm. Aber das ist vom Winde verweht. Ja, genau, so kann man das wirklich sagen. Man versteht fast keinen Ton und das wollte man euch eigentlich nicht zumuten. Da ist es viel zu wichtig, was wir sagen. Ja, und deshalb haben wir uns entschieden, wir machen das Statement nochmal und ja. Hier aber von zu Hause, von den Weinbergen, die Weinbergen, die ihr gesehen habt, da ist der gute Trollinger zu Hause, der Württemberger Trollinger. Ja, genau. Aber jetzt machen wir erstmal eine Pause, eine Trinkpause, denn das ist schon ganz schön anstrengend. Dann zeigen wir euch die Fahrer von der letzten Etappe. Ja, genau. Und wie wir da hinkommen sind, am Col de Galibier. Mhm. Und dann sagen wir euch, wie uns die Reise gefallen hat, auf was man achten sollte, wenn man das auch machen will und so weiter und so fort. Aber bis jetzt eine Pause und bis wir getrunken haben, seid ihr schon wieder zurück. Ja, genau so machen wir es jetzt. Wie wir in unserem letzten Video schon gezeigt haben, fuhren wir von dem schönen Stellplatz in Montfermeil weg. Wir drehen unser Fahrzeug, fuhren an der Bergwertung vorbei Richtung Col de Galibier. Auf der Passstraße Richtung Col de Telegraph, über den wir fahren mussten, stellten wir fest, dass schon sehr viele Wohnmobile herumstanden und dass auch die Namen der Fahrer so geschrieben waren, dass sie praktisch in unsere Fahrtrichtung gefahren sein müssten. Zunächst wunderten wir uns etwas darüber, denn nach unserem Plan müssten die Fahrer eigentlich am nächsten Tag hier bergab fahren. Wieso dann alles in unserer Richtung stand und wieso so viele Wohnmobile an der Abfahrtsstrecke standen, das fanden wir doch etwas ungewöhnlich. Dann zusätzlich noch wunderte, war, dass gerade eine Bergwertungsstation abgebaut wurde. Wir guckten auf dem Plan nach und stellten fest, dass die Etappe, die wir noch an den Serventinen erlebt haben, dass diese Richtung Col de Galibier an dem heutigen Tag gefahren ist und für den morgigen Tag praktisch vom Col de Galibier aus die Rückfahrt wieder über den Col de Telegraph stattfindet. Somit war es auch erklärlich, dass die vielen Fahrer an der Abfahrtsstrecke standen, denn die Fahrer sind ja an diesem Tag bergauf gekommen. Als wir unser geplantes Ziel, Forlouan, erreicht haben, suchten wir nur noch nach einem Plätzchen, von dem aus wir die Tour beobachten können, wenn sie morgen zurückkommt. Diesmal bekamen wir am Fernseher alles mit und konnten ziemlich genau feststellen, wann die Fahrer bei uns eintreffen werden. Hallo!
Dadurch, dass die erste Bergwerung, die erste schwere Bergwerung schon hinter den Fahrern lag, war natürlich das Feld sehr weit auseinandergezogen. Wir haben hier auch einige Schnitte eingebaut. Und hier nochmal zusammengeschnitten aus der Perspektive unserer X2 360 Grad Kamera. So, das war jetzt mal wieder eine ganz andere Tour und die war sehr spannend. Es gibt zwar wieder ruckzuck, aber durch das, dass das Feld ziemlich aufgesplittet war, war es ganz okay, ne? Ja, es war wie immer langes Warten und dann kommt ja irgendwann mal so eine Stunde, anderthalb vorher, kommt dann diese ganze Waage mit den ganzen Werbeartikeln. Die wollen wir euch nicht wieder antun, deswegen haben wir es gar nicht gefilmt. Es sind ja immer die gleichen, aber es ist hochinteressant einfach mal. Das ist einfach mal wieder was ganz anderes. Das ist ein totales Spektakel, was hier aufgezogen wird. Ich hatte zwar ein Handmikrofon in der Hand, das normalerweise gegen Wind geschützt ist, aber der Wind wurde so unerträglich, dass hier an eine saubere Aufnahme nicht mehr zu denken war. Außerdem fuhren sehr laut die Autos vorbei, sodass wir unser Schlussstatement jetzt im Anschluss zeigen aus der Heimat. Also, wir bedanken uns bei euch, dass ihr uns so treu begleitet habt. Vielleicht haben wir noch ein paar Impressionen, die wir einspielen können. Ich weiß es nicht. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen da. Ja. Und wir melden uns dann bald wieder von einem anderen Ausflug. Jetzt machen wir erst mal. Ursi, sind schon zurück. Oh, ihr seid schon wieder da. Ja, gell, die Fahrer, die sausen so schnell an einem vorbei. Ja, das geht reicht nicht mal richtig für eine Trinkpause. Aber jetzt erzählt wir euch, auf was ihr achten solltet und ja, und was toll war, was vielleicht nicht so toll war. Hm? Ja, also zunächst einmal müssen wir eins sagen, die Befürchtungen, die wir gehabt haben, wie wir losgefahren sind, die sind, hört es euch einmal selber nochmal an. Land von dem entsprechenden. Und wenn man dann was Spezielles vorhat, wie die Tour de France, dann muss man sich natürlich noch ganz anders kundig machen. Und das haben wir getan. Und wir können euch jetzt schon vorab sagen, wir wissen nicht, ob wir überhaupt einen Radfahrer zu Gesicht bekommen. Ja. Es ist alles nicht so einfach. Denn wir haben gelesen, dass erstens viele Straßen oder viel Straßenrand abgesperrt ist
und Übernachten strengstens verboten ist. Unser Vorhaben ist, dass wir die Ruten abfahren. Ich habe mir extra 4 Ruten ausgedruckt. Die wollen wir nachfahren und wollen uns irgendwo am Straßenrand hinstellen und die Radfahrer einfach vorbeifahren sehen. Wie schnell, das ist uns egal. Ich hoffe, wir finden ein Plätzchen. Es gibt also Stellen, das haben wir herausgefunden, da ist Übernachten strengstens verboten. Und es gibt Stellen, da kann man es machen. Bei manchen kann man es gegen Opulus machen. Ist uns egal, die habt es, wir finden was. Wir haben aber. Das ist alles überhaupt nicht zugetroffen. Es kam ganz, ganz anders. Ja? Ja, die Bedenken waren umsonst. Auch die Auskünfte, die ich da recherchiert habe, waren nicht so. Im Gegenteil, Frankreich ist extrem aufgeschlossen für Leute, die sich die Tour de France anschauen wollen. Ich mache den Eindruck, gerade die freuen sich über jeden, der an der Tour teilnehmen will. Und es sind, was wir festgestellt haben, auch keine Parknöte vorhanden. Vielleicht da, wo die Spezialisten sind, also die Alpe d'Huez oder so, da mag sein, dass alles schon lang vorher ausgebucht ist. Aber ansonsten entlang der Strecke gibt es überall Parkplätze. Wir hätten immer mehrere Optionen gehabt. Und teilweise sind sogar Parkplätze, die für Skifahrer vorgesehen sind im Winter und sonst im Sommer abgesperrt sind, die werden aufgemacht, damit da die Wohnmobile stehen können. Ja, und es ist einfach auch ein wunderschönes Bild, diese viele Womos. Also das macht richtig Spaß, da dabei zu sein. Ja, und man hat auch den Eindruck, also man sieht es ja auch an der ganzen Kolonne, die da im Vorfeld vorbeifährt. Ja, die begrüßen die Gäste, die schauen, dass es ein bisschen unterhaltsam dadurch wirkt, ja, und geben dann die kleinen Werbegeschenke aus, ja, was alles ein bisschen auflockert natürlich. Ja, und es ist eine richtig tolle Stimmung. Und es waren so viele Fahrer, also WOMO-FahrerInnen, war ja alles da aus lauter verschiedenen Ländern. Also ja. Das war ein richtig Sammelsurium. Und man bereitet sich dort auch richtig vor. Also die Läden werden dann zugemacht, während die Tour ist, da wo wir es zumindest erlebt haben. Und was wir ganz toll gefunden haben, also diese Müllsituation in Frankreich. Erstens müssen wir mal sagen, Frankreich ist ein sehr ordentliches Land. Da kann sich Deutschland teilweise ein massives Stück abschneiden, denn es liegen keine Bonbonpapierchen und nichts liegt da rum. Und wo wir gestanden sind, selbst wo wir ganz alleine gestanden sind, kam ein Auto von der Stadt vorbei. Die haben das wohl bemerkt, dass wir da über Nacht stehen bleiben. Die haben uns eine riesengroße Mülltüte. So, also ja. Das war riesig. Das würde uns Wochen reichen. Ja, die haben sie uns rausgereicht für unseren Abfall, damit da nichts auf der Straße rumliegt. Und wie wir in den Serpentinen gestanden sind, da waren 3 Wohnmobile ja dann gestanden und da gaben sie 3 Müllbeutel aus. Ja, also riesen Müllbeutel. Und die macht man dann, also macht seinen Müll da dann rein und stellt sie dann bei der Abfahrt einfach wieder an die Straße ran. Ich fand das eine tolle Sache und da lag dann nirgends Müll rum. Das hat man ja auch gesehen, als wir zu dem Col de Telegraph hochgefahren sind. So viele Wohnmobile wie da waren und nirgends war Müll. Überall sah man diese Müllbehälter. Ja. Ist also, muss ich sagen, Frankreich top. Ja. Und dann Polizei war natürlich sehr viel im Einsatz. Also ich kann jedem nur raten, der Bank überfallen will in Frankreich, geht an dem Tag hin, an dem die Tour de France ist. Da ist kein Polizist mehr, der euch da einfangen kann. Ja. Aber man hat natürlich auch unweigerlich Kontakt mit Polizisten bei Straßenspazieren etc. BB an der Serpentine haben wir Gott sei Dank nur danach einen Kontakt gehabt. Ja. Aber wir müssen eins sagen, die waren alle extrem hilfsbereit und aufgeschlossen und immer sehr, sehr freundlich. Ja. Also wir haben null negative Erfahrungen. Absolut gemacht. Nicht. Also nicht, ja, nee. Das Einzige, wenn ich in den Blitzer reinfahren sollte, die negative Erfahrung, die macht man, aber ich glaube nicht, dass ich da reingekommen bin. Also bemerkt hätte man nichts. Ja, war das letzte Mal auch nicht und da war was dabei. Ja. Nein, also das war wirklich eine ganz angenehme Erfahrung. In der Schweiz war es ein bisschen anders. Also in Frankreich sind die Straßen abgesperrt. Ich sag mal so, 2 bis 3 Stunden vor der Tour. Drei, weil ja schon 1,5 bis 2 Stunden bevor die Fahrer kommen ja schon die Werbefahrzeuge. Ja, also 3 Stunden auf jeden Fall. Bis 10 Uhr könnt ihr auf jeden Fall plötzlich suchen. Mhm. Besser ist natürlich, man sucht sich das schon am Vorabend, weil man sich da einrichten kann. Aber das geht auch in der Früh geht es auch noch. Anders ist es in der Schweiz gewesen. Die sind nicht ganz so euphorisch. Die haben also für Wohnmobile und für Wohnanhänger haben die Straße komplett einen Tag vor der Tour gesperrt.
Und wir haben dann erfahren, dass andere, die da doch durchgefahren sind, die sind dann von der Polizei aufgefordert worden, nicht in der Schweiz stehen zu bleiben. Sie dürfen nur weiterfahren, wenn sie bis nach Frankreich durchfahren, weil das Übernachten in der Schweiz verboten sei. Ja, wir haben natürlich in der Schweiz trotzdem gestanden, sind auch nicht behelligt worden von der Polizei. Im Gegenteil, also da war null, war gar nichts. Also, nee. Aber an der gesperrten Straße, da hätten wir eigentlich einen Tag vorher schon nicht mehr hochfahren dürfen, deswegen sind wir da am Abend hochgefahren. Und haben dann auch unseren Stellplatz gefunden. Ja. Das muss man sagen, also die Schweizer sind nicht ganz so euphorisch wie die Franzosen, aber die Franzosen und ihre Tour de France, die lieben sie. Was für Aufwand hinter der Tour steckt, das kann man im Fernseher erahnen. Ein bisschen was kriegt ihr ja auch von unseren Videos mit. Aber wir können euch eins sagen, die ganze Kolonne, die hinter den Fahrern kommt, das ist ein Bruchteil von dem, was im Voraus schon vorbeifährt. Also das ist Wahnsinn, was da auch an Logistik und an Schwer-LKWs und Busse. Und die Fernsehteams, ja, was die zum Teil ja auch für Übertragungswegen oder was das alles sind, Wahnsinn. Und so viele verschiedene Sender, auch aus verschiedenen Ländern, also ist schon mal interessant, so etwas auch mal mitzubekommen. Absolut, und vor allen Dingen, dass man sieht, dass Radfahren gar nicht so umweltfreundlicher Sport ist. Denn also ich hatte die Hubschrauber haben euch ja gezeigt, die sind in der Fünferformation geflogen. Ja. Also ich habe bis zu 7 Hubschrauber in der Luft gezählt. Die Ossi, die widerspricht mir da, aber ich sage, es war die Fünferformation, da waren noch 2 Hubschrauber separat geflogen. Aber egal wie, 5 bis 7, also sagen wir mal. 5 auf jeden Fall, ja. Die da immer mit den Radfahrern unterwegs waren. Ja, und dann natürlich kommt es automatisch, dass man das Auto ein bisschen schmückt, denn es wird ein Werbematerial, so Werbebanner werden ausgeworfen, ja. Und da sucht man sich den schönsten raus und hängt ihn um den Gustl rum, ja. Ja, und das kann ich euch jetzt auch noch sagen, wir haben unsere Deutschlandfahne vergessen. Welch ein Jammer, dann warum sollen wir die nicht hinhängen? Andere Fahrzeuge haben ja auch ihre Länderfahne hin und außerdem wäre das vielleicht für unsere deutsche Fahrer auch eine kleine Motivation, noch etwas schneller zu treten. Also auf jeden Fall, die haben wir vergessen, was ich sehr bedauert habe. Wir haben halt nur französisch geschmückt, bis auf eine Ausnahme. Gott sei Dank haben wir die Fahne vom 1. FC Nürnberg dabei gehabt. Ich habe schon beantragt bei der Ossi, dass wir jetzt eine größere uns zulegen, aber das hat sie strikt abgelehnt. Nein. Aber wir werden unsere Deutschlandfahne jetzt mit im Gustl auch mitnehmen. Dass wir, sollte man mal wieder zu so einer Veranstaltung fahren, auch richtig gerüstet sind. Ja. Alles in allem muss man sagen, es war auch sehr anstrengend. Oh ja. Die Wanderei teilweise, weil man teilweise auch im Ungewissen war, wann kommen sie. Man konnte sich das nicht so genau ausrechnen und es war nirgends so genauer Terminplan angegeben. Im Fernsehen hat man es auch nur so peu à peu mitbekommen am Anfang von der Tour, wenn man gestanden ist. Da hat man gar nichts mitbekommen, weil die Übertragung erst später losgegangen ist. Also das war teilweise schon in der prallen Sonne, dann haben wir die Kamera eingeschaltet, dann sind sie doch nicht gekommen, dann haben wir es wieder ausgeschaltet und ihr habt es ja teilweise an den Videos mitbekommen. Also es hat trotz allem angestrengt, dann auch die Fahrerei, gerade die 200 Kilometer Strecke, wo wir dann gefahren sind nach Albertville und dann den Platz gesucht haben und dann die Serpentinen hoch. Ja, das war sehr anstrengend. Ja. Und trotzdem war es ein richtiges Highlight in unserem Wohnmobilleben, kann man schon sagen, oder? Ja, Highlight, okay. Wenn man das so sehen will, war es ein absolutes Highlight. Es war total interessant und wir haben wieder ein Stückchen mehr erfahren. Ja. Also interessant, hochinteressant. Für Tour-Enthusiasten ist es nicht unbedingt was, denn ihr kriegt von der Tour weniger mit, als wenn ihr daheim vom Fernseher sitzt. Ja, aber das Live-Feeling, ja? Ja, eben. Also ich würde sagen, einer, der sich wirklich dafür interessiert, ist das sogar richtig toll, mal diese Fahrer und das alles mal live zu erleben und die Stimmung des Reisens einem mit und man kann sich ja dann die Tour genauso dann am Fernseher anschauen. Also das ist ja gar kein Problem. Ja, natürlich, man kann dann stehen bleiben und kann sich den Rest der Tour am Fernseher anschauen. Es ist halt anders als beim Fußballspiel. Beim Fußballspiel hat man 90 Minuten die Atmosphäre und ist man von Anfang bis Ende dabei. Bei der Tour ist es so, da hat man die Atmosphäre schon auch, aber die Fahrer sind innerhalb von teilweise 10 Sekunden, teilweise innerhalb von 5 Minuten vorbei. Ja? Ja, je nachdem, wie lang das Feld ist. Und man erkennt aber niemanden. Wenn man die Kamera anhält, dann erkennt man niemanden. Ja, wir jetzt halt nicht. Also da nach der Serpentine bin ich neben einem deutschen jungen Mann gestanden und den habe ich nachher gefragt,
war jetzt eigentlich unser Bergfahrer Geschke, heißt er, gell? War der dabei und er, ja klar, ob ich den denn nicht gesehen hätte, der ist doch ganz vorne gefahren. Und ich sag, Entschuldigung. Also der, also ein Profi, er kennt seinen Profi. Ja, also das war auf jeden Fall super. Wir haben auch viele Zuschriften von euch gekriegt, die gesagt haben, sie wollen sowas in Zukunft auch machen. Das ist da inspiriert worden. Wir können euch nur raten, macht's. Ja. Mhm. Es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Sucht euch 4 Touren raus, die ihr gut anfahren könnt. Oder lasst immer mal einen Ruhetag dazwischen. Mhm. Aber das, ein paar Touren aus verschiedenen Perspektiven zu sehen, das ist wirklich ein tolles Erlebnis. Und man lernt da Menschen kennen. Und also ja, und die Verständigung ging meistens mit Händen und Füßen, aber es hat immer irgendwie geklappt. Ja, und dann von der Anstrengung haben wir uns dann erholt, dann haben wir uns zurückgezogen an den Lac de Bourget. Ja. War auch sehr schön. Und wir haben einen sehr schönen Stellplatz gefunden, der schon Campingplatz ähnlich war, allerdings ohne Duschen natürlich, aber gute Versorgungsmöglichkeit. Ja. Und mit schönen Parzellen, alles schön im Schatten, aber dennoch, es hatte 34 Grad Außentemperatur. Ja, und das war uns eindeutig zu heiß. Und deshalb haben wir einfach unseren Urlaub, haben wir gesagt, den brechen wir jetzt ab und fahren wieder nach Hause. Da ist es etwas angenehmer. Ja, im Wohnmobil hat es über 40 Grad gehabt, dann tagsüber, trotz Schatten. Und haben wir gesagt, nee, das müssen wir uns nicht antun. Also, dass man sich nur noch in der Hitze rumtreibt. Und es sind ist ja auch solche Temperaturen weiterhin angesagt gewesen. Und dann haben wir gesagt, nee, dann fahren wir lieber heim, da können wir es uns gemütlicher machen. Und so haben wir es jetzt auch getan. Ja, genau. Und ja, ich weiß nicht, gibt es jetzt noch irgendwas zu sagen? Das war es vorbei. Nein, das ist abgeschlossen und es war ein Riesenerlebnis. Also würden wir es sofort wieder machen. Ja, sofort und nicht. Vielleicht mit einem. Wenn wir es noch nicht gemacht hätten, dann würden wir es wieder machen. Machen wir mindestens ein Jahr Pause dazwischen. Ja, wir machen es nächstes Jahr nicht schon wieder. Nein. Wir haben aber andere Pläne. Ja? Ja. Aber über die sprechen wir dann erst demnächst. Ja, jetzt machen wir erst einmal ein paar Wochen Pause zu Hause. Ja. Und nutzen die Hitze, tun unsere Termine erledigen, Finanzamt und so weiter. Ja, was man alles so an Aufgaben im Leben gestellt kriegt, auch als Rentner natürlich. Ja, ja, es wird nicht weniger, es wird fast und mehr. Und lecken dann unsere Wunden und dann fahren wir wieder weiter. Und ihr dürft gerne wieder dabei sein, wir freuen uns darüber. Ja. Vielen Dank für alle Zuschriften, die ihr uns gegeben habt, für den Mut, den ihr uns zugesprochen habt, für das Lob, das ihr uns gemacht habt. Und ja. Und wir können eins sagen, wir waren nie in Lebensgefahr. Ja, bleibt gesund, fahrt vorsichtig, ja, passt in den Serpentinen auf. Ja, und habt einfach auch eine schöne Zeit mit eurem Womus, Kasteweiger oder was immer ihr halt einfach fährt. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch und dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Und was machen wir jetzt? Wir trinken noch einen Schluck und dann fahren wir noch ein bisschen unseren Berg hoch und machen auch eine kleine Serpentine-Tour, oder? Meist muss ich mal Bergtrikot verdienen, oder? Ja, genau.